Moin Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge ist Sascha in Monza unterwegs. Es ist Training für morgen. Ja, Noah wird gedreht. Und Shiro wird eindeutig rausgeschoben. Hey, oh! Ja, tatsächlich ist es so, dass es mittlerweile ziemlich clean ist. Also ich bin gestern so ins Rennen gefahren, das war komplett clean in C1. Lol. Perfekt. T1 war clean. Boah. Kann man einfach in der Kurve stehen? Oh, nee. Fang dich los. Ah, scheiße. Das war meiner. Oh mein Gott! Ich fehl mir einer. Ich will einfach nur überleben, mir ist es egal, welche Position ich bin. Ich will nur überleben, Hauptsache wir fahren weiter. Oh, ich hab hier dämlich fast gegeben, Mann. Scheiße, ey. Typisch Monster einfach wieder, ey. Soll mal sein. Boah, Junge, heilige Scheiße. Boah, der warpt. Oh nein, ich mach Scheiße. Sorry. Oh nein. Ich übe nochmal alles für die SAO. Oh Gott, ist das peinlich. Gottlose Linie. Oh, Scheiße. Nee. Ah. Scheiße. Ja, ich probiere Sachen aus, Timo. Die ich dann später ganz sicherlich nicht machen werde. Oh, Junge. Das ist Training für morgen. Oh. Hab ich ihn verarscht. Junge, es war ja mal der Hui, ist doch. Es war ja mal der Ultrasend. Huch, der hat sogar funktioniert. Ich hab noch nie so gesendet. Ich bin, glaube ich, gerade fast gestorben. Irgendwas war im Rückspiegel zu sehen. Ah ja. Ah ja. 20 Sekunden? Ach, Digga. Scheiß drauf. Junge, die machen die absolute Straßensperre hier. Was machen die? Was tut der 24er? Der checkt ja gar nicht, dass ein Auto neben ihm ist. Nur hast du kein Helikopter. Alter. Gottes Willen. Das Geräusch war wahrscheinlich sehr wild. Ich bin ein Idiot. Egal, da kommen wir wieder ran. Junge, haltet ihr motiviert hier rein. Ah. Achtung, in. Ja. Gerade, mach weit, egal, in die Cut. Sehr gut. T1, innen. In deiner Ja, stehen. Und zweiter Linkskurve. Perfekt. Digga, was jetzt da passiert? Mit 5 km/h ist er mir reingefahren und ich mache fast 360. Der ganze Auslöser für den ganzen T1-Spaß war P7. Was passiert? Ja, okay, aber er, ist echt nach Stadtziel noch mit 2 Reifen drüber. Bringt zwar nichts zu reporten, aber trotzdem. Jo, ja. Aber Jungs, ey, gut, ey.
Und wir werden fast gedreht. Wir werden fast wieder der Gearschteste gewesen. Die haben auch schon wieder alle zu viel Karottensaft geschnüffelt, ey. Hallo! Hä? Hey, hallo. Oh. Hallo! Hallo! Jungs! Was machen wir hier? Der dive das safe rein, nur der ist auf 180 jetzt. Ja, das ist ja... Ja, oh, ja. Was? Ja, hier auch nicht. 19, 11. 14. Wir wurden fast von Mertel ausgehauen. Alter. So, dann mal hier rein in den Hass. Dann schiebt denn der Bentley an? Wie viel Power hat der Scheißeimer? Hallo. Hey, B15. Tschüss. Hey, warum sehen wir denn so Gurken auf der Geraden? Ey, das ist ja... Was ist das denn? Ich werde das ganze Rennen hier verbringen. Ein Honda zieht mich aber auf der Geraden. Hallo. Was ist das, Digga? Ich krieg wirklich zu viel mit diesem Scheißeimer. Was ist das? Ach, Digga, wirklich. Es blockiert mir die f***ing Hinterachse. Ich werde den Bonus abgezogen. Etwa mir ein inneres Blumen pflücken. Oh. Einmal parken. Hey, oh! Ja. Warte, links rum, geh links raus, ja, schaffst du. Ach, Digga, was ne Scheiße. War ich, glaube ich, einfach zu aggressiv noch links auf dem Curve. Ja, feine Berührung. Ach, Schmutz, sag so was, sag, da war eine Berührung. Ja, ja, dass der mir da auch einfach hinten reinfährt. Ah, falsch BB drin. Und TCOF drin. Ja, da reden wir nicht drüber. TCOF? Fragezeichen? Ja, ich habe mich gerade auf was anderes konzentriert. Scheiße. Ja, okay. Lass mir halt gar keinen Platz. Doch meine Schuld gewesen sein, ich weiß es nicht. Es ist wirklich wild, was hier passiert. Wild, wach. Ich hab Hunger. Ich will was zu essen. Ja, halt alle an. Fahr rechts ran, Pause, und flag dich weiter. Also was hier gerade passiert, ist wieder eine ganz wilde Nummer. Der hat komplett das Karre gecuttet. Was hier passiert, ist auf jeden Fall eine ganz wilde Nummer. Ich hab's nicht gesehen, als er rausgekommen ist. Aber hinten war nass. Nach vorne kam gar nichts tatsächlich. Vorne war komplett trocken.